Jetzt Mohamed Salah entwischt, Kotz. Beste Möglichkeit für den FC Basel aus dem Spiel heraus für Mohamed Salah. Sehr guter Pass in die Tiefe von Gigliappi. Dann hat Salah etwas Rücklage bei einer Schussabgabe. Hier eindeutig zu sehen. Spiel wie gegen den FC Basel. Avanzini auf der Außenbahn im Mittelfeld. Natürlich enorm wichtig für Losansbach. Da kommt Strela und da ist das 1:0 für den FC Basel. 43. Minute. Flanke Mohamed Salah. Kopfball Marco Strela. So einfach geht's eigentlich. Und damit Strela bereits mit seinem vierten Treffer in der aktuellen Saison in der Raiffeisen Super League. Steht sehr tief und lauert ausschließlich auf Konter. Fabian Frey. Fabian Frey! 2:0 wollte ich schon sagen. Der Ball allerdings im Außennetz. Riesenmöglichkeit für Fabian Frey. Klasse Doppelpass mit Marco Strela. Und dann hämmert Fabian Frey die Kugel knapp am Torpfosten vorbei. Stocker. Diaz läuft in die Tiefe. Wieder auf Salah gespielt, Mohamed Salah, 2:0. 82. Minute, das ist die Entscheidung und das ist das erste Tor von Mohamed Salah im Trikot des FC Basel. So, hier noch einmal, Stocker mit dem Pass auf rechts auf Mohamed Salah, war kein Offside. Klasse getimt das Zuspiel und dann sehr kaltschneuzig vollstreckt. Vom ägyptischen Nationalspieler. Völlig ruhig und abgeklärt abgeschlossen. Der FC Basel gewinnt gegen Lausanne mit 2:0. Erfüllt damit die Pflicht vor dem Champions League Playoff-Hinspiel gegen Cluj. Wie gesagt, ein verdienter Erfolg.